Herzlich willkommen bei Wetter Online. Bis Ostern ist es noch gut eine Woche hin und eigentlich noch viel zu früh für eine genaue Prognose, auch wenn ab und zu schon zu lesen ist, dass es 25 Grad warm werden soll. Schauen wir uns mal die Fakten an. Hier dargestellt ist die Temperaturentwicklung für Berlin. Die rote Linie gibt die wärmste, die blaue die kälteste Variante an. Je weiter rote und blaue Linie auseinander liegen, desto unsicherer ist die Prognose. Die schwarze Linie ist ein Mittelwert aus verschiedenen Modellberechnungen. Werten wir diese einfach mal als wahrscheinlichste Variante. Demnach geht es am Sonntag und am Montag ziemlich sicher bis an die 20 Grad hinauf. In der Karwoche folgt dann ein deutlicher Temperaturabfall und rund um Ostern pendeln sich die Temperaturen am wahrscheinlichsten knapp über 10 Grad ein. Aber auch Varianten um 20 und um 5 Grad sind hier für Berlin nicht ganz ausgeschlossen. Für die anderen Städte sieht es übrigens ähnlich aus. Halten wir also fest, am ehesten müssen wir mit Temperaturen etwas über 10 Grad rechnen. Es kann aber auch deutlich kälter oder auch deutlich wärmer werden. Ja, und ähnlich groß ist die Streuung auch, was Sonnenschein und Niederschlag angeht. Schauen wir uns hier mal die Druckverteilung am Kasamstag an. Laut amerikanischem Wettermodell wären wir hier am Rand eines Tiefs über Skandinavien. Leicht wechselhaftes Wetter mit Sonne und Wolken und selten auch ein paar Schauern wäre die Folge. Hier nun die Prognose eines anderen Wettermodells. Demnach liegen wir mittendrin im Tief. Diese Variante würde uns zahlreiche kräftige Schauer bescheren. Halten wir also als ersten Trend fest, eine wechselhafte Wetterperiode ist deutlich wahrscheinlicher als eine ausgeprägte Schönwetterperiode mit viel Sonnenschein. Zugleich gibt es eher verhaltene Temperaturen. In den nächsten Tagen erfahren Sie bei uns, ob sich dieser Trend bestätigt. Ich bin Verena Leindecker für Wetter Online.